Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bloodlines. Wir sind ja da, Kanalisation. Und ja, ich würde sagen, hier geht's weiter. Das sind wir, glaube ich, durchgekommen. Hier gibt's nichts mehr. Gibt's da noch irgendwie irgendetwas? Hoppla, da wollte ich nicht hin. Gut, eigentlich hierher. Geht's da vielleicht irgendwo noch weiter? Ein sehr, sehr enger Tunnel. Da geht's eigentlich auch mal wieder raus, glaube ich, oder? Ja, da scheint es überall nur rauszugehen. Und in die Richtung scheint es auch nicht zu gehen. Das heißt, wir haben nur eine Möglichkeit, und zwar in die Richtung zu gehen. Autsch! So. Ja, ich schätze, da kommen wir auch noch wieder raus. Nehme ich jedenfalls mal an. Oder? Wir laufen jetzt einfach mal hier weiter. Ja, ich glaube, da müssen wir raus. Da müssen wir hin. Davon ist auch ein Hebel, um das Ding aufzumachen. Aber... ich glaube, ich habe einen Weg gesehen. Ich glaube, wenn wir hier unten lang gehen, da kommen wir dann da hinter dem Gitter raus. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, das ist auch so. Sehr gut. Irgendwie ins Wasser rein. Aber keine Ahnung. Wir müssen ja auch ins Wasser rein. Sehe ich gerade. Macht aber keinen großen Unterschied. Folgen wir der Kanalisation doch weiter. Das sieht immer interessant aus. Ein Hauptbuch erhalten. Und Skandal im Rathaus, Spuckkanal zugemauert, Leichen nie gesehen. Okay. Und das haben wir da gekriegt. Das hier, Hauptbuch. Sieht aus wie das wöchentliche Protokoll der Los Angeles Wasser- und Versorgungswerte LAD PVD 1957. 3.3.57. Kürzliche Berichte über Geisterspuk in der Kanalisation haben den Bürgermeister veranlasst, einen wöchentlichen Bericht aller Tätigkeiten in den tiefer liegenden Kanalabschnitten 453 bis 500 anzufordern. Protokolle ab heute. Keine besonderen Vorkommnisse. Ich muss sagen, dass ich diese Geschichten lächerlich, sind und jeder Grundlage entbehren, ja, diese Geschichten lächerlich sind, ja. Oder finde, müsste es eigentlich heißen. Lächerlich finde und die der Grundlage entbehren, genau. 10.3.57. Beide Untersuchungsthemen melden keine Vorkommnisse. Nur ein Einzelner, der womöglich öfter zur Flasche greift, meldete etwas, das er als Flüstern während seiner Untersuchung von Sektion 476 beschreibt. Zweifellos das Produkt einer blühenden, angeheiterten Fantasie. 17.3.57. Keine Meldungen. Untersuchungen verlaufen ruhig. 24.3.57. Hektik nach kürzlicher Flut von Sichtungen in Sektion 498 und 499. Die Arbeiter sprechen von schattenhaften Umrissen. Trotzdem sind das alles Männer, deren Wort ich vertraue. Ohne die üblichen Legenden von im Untergrund lebenden Stadtstreicherkolonien und blinden, tollwütigen Haustieren kann ich diese Beobachtung nicht erklären. Werde mich morgen den Teams anschließen, um mir ein eigenes Bild von der Lage dort unten zu machen. 1.4.57. Habe mit deinen Themen die fraglichen Abschnitte aufgesucht und muss zugeben, dass ich Dinge sah und hörte, die ich nicht erklären kann. Wiederholt hörte ich das beschriebene Flüstern. Dann verfolgte ich eine mutmaßliche Gestalt einen Gang hinunter bis um eine Ecke
wo ich mich direkt vor einer Ziegelmauer wiederfand. Offenbar befindet sich hinter ihr ein älterer Teil der Kanalisation. Es war niemand zu sehen, aber ich könnte schwören, dass in der Dunkelheit Gelächter widerhallte. Ich selbst bin nun gezwungen, dem Bürgermeister am Freitag meine Beobachtungen zu berichten. 8.4.57. Der Bürgermeister hat angeordnet, dass wir alle über diese neuen Beobachtungen stillschweigen bewahren. Er versprach jedoch uns im Laufe der Woche einen Plan über die weiteren Vorgehensweise zukommen zu lassen. Anforderungen nach früheren Aufzeichnungen und Berichten stießen auf seltsame Ablehnung. Offenbar wurden sie von offizieller Seite zur Geheimsache erklärt. Man sagt uns hier unten nicht alles. 15.4.57. Der Bürgermeister erklärte heute, die Sektion 475 bis 500 würden dauerhaft zugemauert. Er erwartet, dass es in dieser Sache keinen weiteren Anfragen mehr gebe. Ich habe ein paar Beziehungen zur Verwaltung. Es scheint, dass so etwas schon einmal passiert ist. Der Stadtrat will nicht, dass es an die Öffentlichkeit gelangt. Mein Kontakt meinte, mehr könne er mir nicht sagen. Und wenn ich irgendwem davon erzählen würde, würde er alles abstreiten. 22.4.57. Die Kanalisation wird morgen abgesperrt. Statische Bauingenieure haben die dorthin führenden Gänge zugemauert. Dieses Büro gehört zur Sektion 482, daher wird es ebenfalls geschlossen. Da niemand nach den Protokollen gefragt hat, wird dieses Buch wohl zusammen mit dem ganzen anderen Material und allen Aufzeichnungen hier unten mit den Gespenstern verrotten. Tut mir leid, aber da wohl keine Behörde dies hier jemals lesen wird, kann ich an diesem letzten Tag ruhig ein bisschen dramatischer werden. Protokoll Ende. Aha. Alles zugemauert. Ist schon irgendwie interessant. Hier haben wir noch eine Karte. Ich wüsste gern, wo wir jetzt genau sind. Gehen wir mal hoch. Wo geht's denn hier hoch? Oh, da geht's raus. Ups. Wo geht's jetzt hier hin? Wollen wir hierher gehen oder wollen wir unten bleiben? Ich gehe noch mal ganz kurz runter. Ich will noch wissen, ob es da irgendwie, ob es da noch doch noch irgendwo anders hingeht. Da zum Beispiel haben wir ja noch ein Büro. Wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Verdammt. Ich weiß gar nicht mehr, woher wir gekommen sind. Armbrustbolzen, nett. Und Munition. Ja, nett. Hä? Wir sind doch hier reingekommen, aber von wo? Wahrscheinlich von... Ja, genau, von hier sind wir gekommen. Und dann habe ich das gesehen, aber diese Tür hier nicht. Alles klar. Dann schauen wir mal, wo es hier noch weitergeht. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt genau hin müssen. Ob wir da oben hin mussten, das sah ja auch nach Kanalisation aus. Oder ob das hier richtig ist. Ich meine, das ist ein langes Ding, aber das sieht auch verschlossen hier aus. Aber wir können mal durchschauen. Oh. Ich schätze, da müssen wir hin. Okay, aber ja. Da kommen wir erstmal nicht lang. Ich meine, das war klar, das haben wir ja schon von vorne gesehen gehabt, dass es jetzt so ist. Ja. Ich frage mich, ob wir hoch müssen oder hier runterbleiben müssen. Bei sowas weiß ich halt nie. Ich würde gerne alles mitmachen. Aber ich... Und nichts verpassen, aber da weiß man halt nicht, muss ich jetzt hier bleiben oder muss ich jetzt hochgehen? Das heißt, man muss halt erkunden. Ah ja, hier werden wir auch runterkommen. Allerdings ist hier alles zu. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht durch. Ich glaube, da ging es nur
hier rechts lang und da war ja auch wieder das, genau, vergittert. Ich glaube, wir müssen tatsächlich nach oben. Naja, schauen wir mal noch die andere Seite an. Ah ne, guck mal. Die scheint offen zu sein. Ja, und hier geht es anscheinend weiter, weil hier werden wir massiv angegriffen. Okay. Andererseits. Ja, jetzt sind wir da, wo ich... Da oben haben wir kurz rausgeschaut. Jetzt sind wir eigentlich da, wo wir hinwollten. Glaube ich jedenfalls, dass wir das, dass da das Ziel ist, wo wir hinwollen. Allerdings ist hier auch jetzt zu. Und ich sehe hier auch nichts, wie wir reinkommen. Von der anderen Seite, ja. Da war ja auch zu. Entweder müssen wir doch hochgehen. Also da, wo wir eben waren. Da gibt es ja auch kein Rohr. Wo geht es jetzt hierher, wenn wir jetzt hier reingehen? Geht es da vielleicht weiter? Also jetzt haben wir zwei Wege. Diesen hier und den nach oben. Aha. Wo sind wir denn jetzt hierher? Können wir nichts machen mit. Abkürzung. Hintertür wurde entriegelt. Da kommen wir auf jeden Fall weiter. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich hier weitergehen. Das ist eine Abkürzung. Sollen wir mal durchgehen? Was jetzt da oben ist? Keine Ahnung. Vielleicht kann man das nochmal anschauen. Aber wir gehen jetzt einfach mal die Abkürzung. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Hier geht's dann zurück. Ist das ein... Ja, ich habe eigentlich schon überlegt gehabt, ob wir Geschwindigkeit machen müssten. Aber ganz ehrlich gesagt, habe ich dann gesehen, dass unser Blutvorrat doch ein bisschen gering ist. Und das dann doch gelassen, aber es war ja kein Problem, hat man ja gesehen gehabt, der hat sich ja kaum gerührt. Okay, kann man hier irgendwie was machen? Das sieht irgendwie verdächtig aus, aber... Nee, hier sieht nichts aus, als ob wir was machen könnten. Wir kommen auch nicht da hoch. Ganz ehrlich, jetzt bin ich doch ein wenig ratlos. Da hört sich an, als ob da irgendwas drin wäre. Ah doch, hier ist was. Irgendwas passiert? Es ist da hinten aufgegangen. Hm.
nicht wirklich. Ah doch, hier ist es offen. Wow. Aua. Aua. Jetzt nehme ich doch mal Geschwindigkeit ein bisschen rein. Verdammt. Die dreht sich teilweise so schnell, dass ich kaum was machen kann hier. Nee, das ist... Das sieht nicht gut aus. Hui, ei, 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 ei. Wir brauchen auf jeden Fall unbedingt neues Blut. So, ah ja, wir sind auch geheilt. Sehr gut. Hei. Ein Glück, das Ding füllt sich auch wieder auf. Das heißt, das ist gut. Aber, boah. Habt ihr das gesehen, wie die Schaden gemacht hat? Das Vieh. Schlussendlich, wir sind ja von hier gekommen, richtig? Ja. Schlussendlich hätten wir es gar nicht machen brauchen. Ah ja, wir sind jetzt auf der anderen Seite hier. Sehr gut. Was wäre jetzt passiert, wenn wir das nicht hätten schlagnacken können? Gute Frage. Wenn wir dann gar nicht... Au! Fuck. Verdammt. Das tat weh. Ja, sehr, sehr komplizierte. Sehr, sehr kompliziert alles hier. Spring einfach, dann landest du in der Nähe unserer Küste, falls du dich reinschleichen willst, ohne dass der gute alte Gary es merkt. PS, hoffentlich bist du durch den Ungezieferköder nicht allzu angeschlagen, den ich ausgelegt habe. Nett. Okay, also einfach springen und dann werden wir dahin transportiert, wo wir hinwollen. Ich bin mir nicht so sicher. Aber da kommen wir auch nicht durch. Sollen wir es parken? Wir wagen's. Ich speichere nochmal und dann springen wir. Tatsächlich ein neuer Ladescreen. Das heißt, das Ding, wo wir oben waren, hätten wir wahrscheinlich auch einfach gehen können. Ja gut, jetzt ist es zu spät. Wer weiß, was wir da gefunden hätten. Oder was nicht. Ah, hier hänge ich. Verdammt. Ich komme gerade weder vor, noch zurück. Vielleicht hätte ich einen anderen Weg nehmen sollen. VIP Room. Ich glaube, wir sind hier richtig. Wir sind bei Nosferatu, hätte ich gesagt. Und das sind so Gänge. Sieht man ja auch mit den Leuchtdingern hier. Ja, dann schauen wir uns die Stadt der Nosferatu beim nächsten Mal an, hätte ich gesagt. Ja, so machen wir das. Bleiben wir erstmal hier, gehen wir zum VIP Room. Mal sehen, was wir hier alles finden. Boah, der Weg war echt beschwerlich. Dass wir das eine jetzt verpasst haben. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich hätten wir nicht wirklich viel verpasst. Vielleicht wären wir auch wieder in die Stadt hochgekommen. Ich weiß es nicht. Andererseits hieß es ja, dass alles eigentlich zugemauert sein soll. Nee, ich glaube, wir wären wahrscheinlich nicht tatsächlich in die Stadt reingekommen. Egal. Jetzt sind wir erstmal hier. Und damit sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.